So Leute, ich habe ja eben schon bereits ein Video hochgeladen, wo ich drauf eingegangen bin, beziehungsweise euch darauf vorbereitet habe, dass jetzt einiges über Valheim kommen wird. Und so wird es auch weitergehen erst einmal. Wem das Ganze natürlich nicht gefällt, ist jedem frei überlassen. Abo dalassen, Abo wegnehmen. Jeder kann tun und lassen, was er will. Aber ich sage ganz ehrlich, über die Kommentare da anfangen mit, oh, das ist aber traurig. Das ist natürlich, sag ich mal ganz ehrlich, auch traurig. Aber ihr seht schon im Titel, es geht darum, wie können wir in Valheim die Sprache ändern. Denn das Spiel ist eigentlich auf Deutsch. Ich sage euch ganz, Ich sage euch ganz ehrlich, mein Englisch ist zwar relativ gut, würde ich behaupten, zumindest mal was das Lesen betrifft. Das klappt eigentlich schon ganz gut, aber ich sage ganz ehrlich, in Spielen will ich das Spiel spielen und nicht mich mit der Sprache auseinandersetzen. Deshalb, mir ist immer sehr wichtig gewesen, ist ein Spiel auf Deutsch, muss nicht unbedingt auf Deutsch gemacht worden sein, sondern ist die Sprache auf Deutsch. Und wie ihr seht, hier steht schon Spiel starten, Einstellungen, Credits und verlassen. Rechts ist immer noch alles auf Englisch, links natürlich auch, Feedback auch noch, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt an die Entwickler selber, hier, denke ich mal, werdet ihr noch eine Antwort bekommen. Stand jetzt könnte es vielleicht ein bisschen schwer werden, weil das Spiel halt wirklich im Hype ist. Ihr seht es ja auch in den Update-Zeiten, also hier wird ständig dran gearbeitet. Aber jetzt geht es eigentlich um die eigentliche Geschichte. Sprache einstellen, ab auf Einstellungen. Dann haben wir einmal hier oben den Reiter Steuerung, Musik, Geräusche, Grafikeinstellungen, Verschiedenes. Und genau da seht ihr schon, Verschiedenes ist Deutsch. So, bei euch müsste das Ganze noch in Englisch sein. Also, wie ihr seht, es ändert sich nichts. Bei euch wird es wahrscheinlich jetzt auch noch immer noch in Englisch stehen. Denn hier steht nämlich in ganz klein geschrieben, wenn ihr die Sprache geändert habt, müsst ihr das Spiel einfach komplett nochmal ausmachen, neu starten und dann wird die jeweilige Sprache sein. In dem Falle denke ich mal bei euch Deutsch. Aber wundert euch nicht, warum vielleicht manche Sachen nicht komplett richtig übersetzt sind. Denn das Spiel wurde nicht von den Entwicklern ins Deutsche übersetzt, sondern ich sage jetzt mal einfach, irgendjemand hat sich da hingesetzt von denen und hat gesagt, hör mal zu, übersetzt das mal gerade wieder ins Deutsche, wir packen das Ganze dann in die Dateien rein. Also da sind natürlich auch noch Fehler vorbehalten. Aber ich selbst sage jetzt mal ganz ehrlich, ich habe noch keinen Schreibfehler gefunden. Aber ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, bei euch steht hier, glaube ich, Play Game, dann Einstellungen, dann geht ihr auf Verschiedenes, auf den vierten Reiter, dann auf Speak steht wahrscheinlich bei euch, dann geht ihr einfach, bei euch sieht es dann wie folgt aus, auf Englisch, dann auf Deutsch, dann auf OK, dann müsst ihr, wie gesagt, das Spiel nochmal neu starten. Ansonsten zählt das Ganze noch nicht. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie ihr wisst, ja, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne auch ein Abo da lassen. Es werden noch mehr Videos kommen. Wenn ihr Fragen habt, jetzt nicht unbedingt was die Sprache betrifft, dann schreibt einfach in die Kommentare. Ich werde auf alles eingehen, weil ich weiß selber, wie es ist, wenn ein Spiel sich nicht so selbst erklärt, dass dann manche Sachen, die für den einen so simpel sind, für den einen aber mega kompliziert. Wir wissen es alle. Wir sind alle keine Götter. Es wurde noch keiner, ist noch keiner vom Himmel gefallen. Warum habe ich gesagt Götter? Ach ja, wir spielen Valheim. So, in dem Sinne aber, euch noch einen schönen Tag und haut rein.